team. Wow, also die erste Ehe in diesem Stadtkeller trägt man also ziemlich weit oben, finde ich. Nein, so als einzige Frau heute Abend ist es ein wahnsinniges Privileg, hier zu sein, den männerdominierten Harem da hinten. Darum habe ich festgestellt, dass mein Titel doppelt passt. Einerseits wegen dem und andererseits einfach auch, er trägt den Titel Biodiversität. Ich muss mich einfach wirklich daran gewöhnen, dass wir jetzt einfach wieder so alle auf einem Haufen sein können. Oder auch so auf einem schicken Haufen, einem fucking Stadttheater. Nachdem wir eine Pause hatten von Menschen, bin ich darum manchmal wieder an einem Punkt, den ich gerne hätte. Wie ein Schlag hat mich Diversität eingeholt, Reizüberflutung, so viele Dialekte, Wertvorstellungen und Eigenschaften. Akzeptieren und Verständnis haben, schräg anschauen und weitergehen und einfach ja nicht auf Diskussionen einlassen. Und ganz sicher nicht über das Thema Brot. Es wissen jetzt alle, wie man so ein gottverdammtes Sauerteigbrot macht. Yeah. Ich bin jetzt 22 und ich frage mich, ob ich ein Kind möchte in die Welt setzen. Aber wenn ich mal klar komme mit euch, wie soll das so ein unschuldiges Wesen schaffen? Vor allem weiss ich gar nicht, ob es lange überleben hier, wo alles, was abgelehnt hat oder schreit, wird von uns Schweizer sowieso nicht akzeptiert, sondern aussortiert, ignoriert, boykottiert. Ja, irgendwann steht es im Rat auf Anibis.ch gratis zum Mitnehmen. Menschen und ihre Biodiversität. Sie nehmen ein Pizza-Essen, bestellen aber gleich nur eine Margarita, die als andere ist spannend und aufregend und uns umgewohnt. Und einfach so eine gute Tomatensauce und ein bisschen Mozzarella drüber. Man möchte einfach nicht mehr überrascht werden bei dem Ganzen. Und dann hat die Huren. Entschuldigung, aber ich glaube, es ist kein Kirchen, der Stadt hat. Lass die Huren Drecksäcke gleich noch den Rand auf dem Teller zurück, anstatt dass sich zwei Stücke einpacken für den nächsten Tag zum Mittag. Und dann gibt es noch die Pizza-Attentäter, die glaube ich jede Hoffnung in ihrem Leben aufgegeben haben, und einfach noch so Pommes frites drauf zu smashen. Ich weiss wirklich nicht, gehört das in die gleiche Kategorie wie die, die ein mit Mayonnaise drauf essen. So, alles ist überteuert, weil wir Konsumopfer sind. Wir passen sowieso super unser Geld auf hier. Alle kennen die Hochsicherheitsmethodik von uns SchweizerInnen. So ein paar Tücher drüber. Ich meine, jeder im Freibad und jede denkt sich so, oh, da hat es einen Hügel unter dem Badtüchchen. Das ist definitiv kein Rucksack. Pfui, 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 so wie nicht alles, das Badtüchchen drüber. Was heisst, ich hätte auswendig, wenn man es gehört. Ja, und ich bin wirklich wahnsinnig leid, über Sachen zu diskutieren, wo man einfach nicht drüber diskutiert. Zum Beispiel, auf welche Seite man das gottverdammte WC-Papier aufhängt. Wer von euch hängt zur Wand nachhängen, aber? Ich würde mich jetzt auch nicht melden, weil dir seid der Grund, warum du diesen Text schreibst. Ja, wir sind noch nicht fertig mit der Frage. Es gibt noch Kategorien. Wir gehen mal davon aus, dass die Menschen kein Fenster haben und darum ganz viel Schnee, Sonnenuntergangsfotos brauchen. Wir tragen Kopfhörer als Schmuck. Wir gehen am Samstagmorgen in die IKEA, wo es keinen anderen Tag gibt, wo sie offen haben. Nur 364. Wir trinken koffeinfreies Kaffee, wir bringen mehr Zeit am Flughafen selber als in den Ferien, zumal wir im Weg stehen. Und allgemein ist ÖV sehr schwierig, weil du hast sicher Glück und du triffst so eine top motiviert, föhnfrisierte Angelika. Du ziehst mit der Beatrice auf dem Weg aufs Niederhorn und erklärt ihnen gerade, warum Interlakeramisch ist. Und zwischen Seen bedeutet wegen Inter und Laken. Und ja, so wie dir schaue ich einfach rein und denke, das habe ich gewusst, weil wegen Allgemeinbildung und so. Jetzt wird ausgepackt, es ist pervers, ist im Rucksack ganz unten und dann hat sie es gefunden, eine passend frühlingsstimmige Blühlingsserviette, wahrscheinlich Enzian, das aufgeschnittenes 5 Minuten Eingorn, schon Schiebe selber würfelt die Emmentaler und ein Stück Bauernschinken. Immer der Hammerstress.
Zeit geniessen können wir nicht und es kommt uns nicht in Sinn. Ich mache ja gerne Zeit mit mir selber, ein bisschen Me-Time muss sein. Sind es Sachen, die ins Dating-Profil kommen oder die Mami am Sonntagmorgen postet, wenn sie im Gärtli sitzt mit dem Kaffee in WhatsApp-Story? Allgemein ist hier eher zum Tümmeln statt zum Tindern, wo bei uns Schweizerinnen töten so. Hi, mit Isabel, 25, ich bin gerne gewandert. Ich bin pünktlich um 4:30 Uhr nachts und brauche ganz viel Zeit, wo ich nichts mache. Später wird mir mal so super Karte kommen und das Kärtchen mischt. Willst du mir mit zusammen Zeit verbringen, Steuern zahlen und ins Burnout reinlaufen? Dann melde dich doch bei mir, sagt cheesegirl@blumin.ch. Und darum habe ich gedacht, ich werde Primarlehrerin. Ja, von dem wird ihr euch jetzt noch gerade verschonen, wo wir sie hier heute Abend an der Poetliste im Stadttheater. Merci mal!